Hi. Hi. Und war gut? Moin, seid gegrüßt, ich bin's der Böde. Heute mal nicht direkt aus dem Wald, sondern direkt vor dem Wald. Wir sind hier auf einem richtig schönen Naturcampingplatz mit dem Auto. Ich bin heute am Carcampen, morgen geht's aber in den Wald rein und ich habe ja das Ding hier nebenan schon so ein Tarp aufgebaut und da war ich nicht ganz alleine. Wie man erahnen kann, muss mir wohl irgendjemand geholfen haben. Und na, das gibt's ja wohl nicht. Bist du nicht der Böde? Ich hätte ja niemals mit dir gerechnet. Das ist ein Müsli-Riegel. Wunderbar, oder? Dankeschön. Mehr wollte ich auch nicht. Tschüss, Mirko von Adventure Blind. Ja, ich freue mich hier zu sein. Schön. Wir haben schon eine lustige Zeit hinter uns. Ja. Und ich befürchte, es wird großartig. Großartig. Es wird großartig. Es ist bis jetzt noch nicht so viel Material aufgenommen worden. Aber das, was es geschafft hat, schafft episch, Leute. Wir wissen noch nicht, ob es ins Video schafft, aber wir werden zusammen... Wir werden zusammen was machen. Ich glaube, wir werden zusammen was machen. Gott, Alter, ich... Ja, das Ding hier ist von Mirko, das haben wir vorhin aufgebaut. Das ist was nochmal? Der One Tigers Backwoods Bungalow 2.0. Ich dachte, du wirst gar nicht mehr fertig. Ich wollte gerade schon kochen gehen. Ich habe mir den Namen nicht ausgedacht, aber es ist ein cooles Teil. Ich bin sehr gespannt drauf. Ja, absolut. Also auch erste Nacht, ne? Ja, wir haben vorhin schon ein Video dazu aufgenommen und... Es läuft übrigens bei uns auf dem Kanal. Ne? Also... Werbung? Ach, bezahlte? Nee, ist ja unbezahlte Werbung. Das ist ja okay. Ja. Wobei, hast du einen Riegel für mich noch? Ich habe da mal einen Riegel vorschieben. Ja, okay, das passt. Die Werbung ist doch bezahlt, aber ist okay. Passt schon. Das ist quasi hier das kleine Raumwunder. Man glaubt es gar nicht. Im Fabia, hier zum Carcampen, habe ich hier genügend Platz, dass ich hier neben schlafen kann. Die Box wird nochmal umgedreht. Habe hier mal eine Kühlbox drin. Vorne eine Kiste mit Essen und ja, Teller, alles was man so braucht. Und dann reicht das auch aus. So habe ich im Fußraum alles, was ich brauche. Hier so ein kleines Netz. Bei dem Netz habe ich natürlich noch ein Problem. Das ist jetzt von der Größe her ein bisschen zu groß für ein Fabia. Das sind aber Zusatzhaken, die man vorne einhängen kann. Und insofern ist das jetzt kein Problem. So hat man auch selbst im Fabia Platz, um eine Nacht Carcampen zu überstehen. Und das auch noch ziemlich bequem. Was ich auch zusätzlich noch gemacht hatte, sind jetzt halt hier so... zum Abdunkeln quasi, so Gitternetze, die konnte ich dazu kaufen und die hackt man dann einfach an den Fenstern ein. Das heißt, ich kann jeweils die Seitenscheiben runterkurbeln und es kann nicht jeder reingucken und ich habe trotzdem frische Luft, also insofern schon mal ganz gut. Ich habe hier einen Knüppel zwischen den Beinen. Dazu sage ich jetzt nichts. So, kleine Pause. Wir beide haben gemerkt, wir haben wie heißt das nochmal, was uns fehlt? Kondition. Warum sagst du das? Ja, Entschuldigung. Wenn man uns das ansieht. Eben war das noch besser. Du hast gesagt, wir sind ganz schön viel gelaufen. Ja. Okay, aber es ist ja auch nicht gelogen. Wir sind von da vorne bis... Nein. Wir sind von da vorne erstmal in die ganz andere Richtung. Ja. Dann diese Strecke wieder zurück, um dann jetzt nochmal da hoch zu gehen, wo wir gemerkt haben,
Da kommen wir nicht lang. Und es fehlt ein bisschen Kondition. Aber du hast da hinten gemerkt, da kommen wir nicht lang. Naja, das, da kommen wir nicht dahin, das mit den Orientierung, Orientierungs, Orientier- das mit den Orientierungsding, das ist das Erste. Noch nicht mal auf. Es ist das Erste und es ist noch nicht mal auf. Was ist denn los? Das mit der Orientierungsding. Also das mit der Orientierung tut ja jetzt auch gar nicht zur Sache. Ich freue mich auf jeden Fall auf dieses hier. Ja, was ist denn das? Ein Bier. Ein Iron Maiden Bier. Unglaublich, ey. Voll geil. Also ich bin sehr, sehr gespannt. Hast du eigentlich jemals Iron Maiden gehört? Nee, aber ich hatte als 10-Jähriger ein T-Shirt davon. Aber nie gehört? Nee. Cool. Danke. Bitte. Was hast du denn mit den Dosen gemacht? Na, ich hatte es im Rucksack. Ja. Ja, dann würde ich sagen, für unsere kleine Strecke, die wir heute schon geschafft haben, plus Campaufbau, plus Video für dich machen, sind wir jetzt vielleicht noch in den Wald gekommen. Es ist echt schon spät. Wir wollten normalerweise eine viel größere Runde laufen, die wir wahrscheinlich nicht mehr erleben. Ja. Ja, wir wollten in eine Höhle gehen, was wir wahrscheinlich nicht mehr erleben. Heute jedenfalls nicht mehr. Heute nicht mehr. Mit viel Glück noch morgen, aber naja, dafür müssen wir dann echt früh aufstehen. Ich glaube, das werden wir auch morgen nicht. Nee, morgen steht ja schon was anderes an. Ja. Ja. Aber ihr werdet es wahrscheinlich sehen. Oder auch nicht. Ich hab's schon lange abgeschaltet. Bier wird warm. Prost. Du hast mit meiner Hand geprostet, ne? Das ist ja interessant. Das schmeckt ein bisschen wie Ale, oder? Steht kein Ale drauf, aber das schmeckt wie Ale. Wie Fruchtsaft. Aber lecker. Ja, tatsächlich, ja. Ich hab jetzt auch echt Hunger, ey. Das glaube ich dir. Mann. Also fangen wir jetzt erstmal gleich an. Ja, voll geil, dass du schon geschnibbelt hast. Ich habe in der Zeit ein bisschen Feuerholz gemacht fürs Feuerchen nachher. Da teste ich auch den Bonfire von Solusdorf aus. Ihr kennt meinen kleinen Brenner, den Hobo von Solusdorf. Tja, wir brauchen schon Feuerstahl. Ich merke das schon. Ich habe jetzt echt gedacht, du kochst auf dem Bonfire. Den müsst ihr erst noch anmachen, ich habe Hunger. Ja, okay. Ja, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Das kommt mir von jemand anders. Egal, passt schon. Du merkst gar keinen Unterschied beim Rausgehen, ne? Nö. Nicht viel. Jo, danke. Ja. Also ganz einfach, gibt ein wenig Salat drauf, so, eine schöne Portion Sprossen und Ziegenbergkäse, dann kommt schon mal ein kleines bisschen Teriyaki-Soße. Ja, veganes Hähnchen, Dönerfleisch. Ist auch bescheuert, ne? Veganes Hähnchen, Dönerfleisch. Ja, ich kann ja nichts dafür, das ist so Dönerfleisch halt, aber ihr wisst schon. Ist das nicht Kebab oder so? Ach, ja, aber das ist doch echt bescheuert, oder? Tomaten. Ingwer-Chili-Soße. Da haben wir noch ein bisschen Zeug. Eingelegte Knoblauch. Walnussöl.
Das ist für die Verdauung. Und jetzt hier nochmal schön ein bisschen Teriyaki. Ah, herrlich. Du feierst schon, ne? Ich habe einfach nur Hunger. Ich habe einfach nur Hunger. Und du machst da voll den Aufstand davon, ey. Hier, die Ader. Das und hier und dies. Schaut es euch an. Herrlich, oder? Ah, da freut sich jetzt der Mirko. Sehr gut. Ach, schöne Grüße an Jerome, ne? Für mich gibt es natürlich auch gleich nochmal den Test hier. Einfach so ein cooles, schnelles Essen, ne? Ohne lange Brutzeln, muss nicht alles durchgegart sein. Geil. Also, wir schnabulieren hier auf und dann schauen wir, was der Abend noch so bringt. Was? Nacht. Ich bin gespannt, was du erzählst morgen. Ich bin gespannt, ob ich überhaupt noch was erzähle. Hau rein. Ja, dafür ist das jetzt halt echt richtig cool, dass man hier, auch wenn es nicht komplett rangespannt ist, weil es ein bisschen groß ist, aber dass man hier dieses Netz hat, wo man einfach auch noch so ein paar Jacken und so zusätzlich oben hinstopfen kann. So hast du immer ein bisschen mehr Ordnung hier und ja, bist nicht so vollgerümpelt. Jetzt ist schon 1:30 durch. Es wird Zeit, wir müssen ins Bett. Wir hatten echt noch lange gequatscht miteinander und nun doch schnell mal ins Bett. Weil wir auch relativ früh hoch müssen. Wir treffen uns dann ja mit den Jerome morgen und deswegen, ja, dass wir noch ein bisschen frühstücken können, einpacken und dann pünktlich da zu sein, heißt es, um 8 Uhr wieder aufzustehen, spätestens, um dann, ja, einpacken und frühstücken, einfach alles zusammen. Heißt, wir gehen schlafen, also gute Nacht euch, wir sehen uns quasi 3, 2, 1, jetzt wieder. Ja, guten Morgen. Ja, gepennt habe ich natürlich super jetzt hier im trockenen Auto. Und wir wussten es ja schon, dass es heute regnen soll und so ist es auch wirklich. Wir wollen uns ja jetzt mit dem Jerome treffen in 2 Stunden. Und das heißt jetzt hier zumindest auch schon im Regen abbauen. Ich hoffe, der Stuhl draußen ist wenigstens trocken geblieben. Und ja, wir müssen jetzt aufstehen, nochmal einen Kaffee machen, ein kleines Frühstück und dann geht's los. Ja, guten Morgen, na? Es ist Filmmodus.
Ja, guten Morgen. Wunderschön. Ist dir gut? Ja, gute Laune. Ja, eigentlich schon, aber irgendwie nicht so. Oh, ich dachte mir dabei beim Aufwachen, so als ich das erste Mal wach war. Ah, fuck. Und es regnet wirklich geil. Ja, und es regnet nicht nur ein bisschen, wie jetzt gerade, sondern es schüttet richtig. Ja, es war großartig. Richtig gut, ey. Ja. Ja, das heißt, im Lassen abbauen, im Lassen losgehen und Lassen aufbauen, ne? Ja, wenn wir jetzt nämlich keinen anderen Plan dafür haben, wird es darauf hinauslaufen. Ganz genau, wir werden mal sehen, ey. Ja, ich gehe jetzt erstmal auf die Telefonzelle. Und wir müssen anrufen. Ich guck mal. Mal sehen. Ich weiß auch noch nicht, wie lange die Leitung wird. Oh ja, okay. Alles klar, ich mach. Ja. Alles klar. Gut. Es soll wohl bis heute Mittag, Nachmittag regnen, da wo wir hingehen. Heute Nachmittag. Ja, Mittag, Nachmittag soll es da wohl regnen. Immer mal wieder und immer mal wieder auch gerne mal mehr. Zum Abend hin soll es aber besser werden. Dafür sind dann bis heute Nachmittag auch wohl relativ heftige Sturmböen dabei. Bis 94 km/h, sagt er, steht drin. 94 km/h? Ja, ich so, das sind aber schon richtige Sturmböen, ne? Ja, ich muss mal sagen. Na, jetzt der Regen gerade mal vorbei, die Nacht hat es durchgepisst und jetzt werden wir mal schauen, ob wir mit Jerome irgendwie trocken ankommen. Ja, wir treffen uns gleich noch. Es geht jetzt gleich noch weiter. Ja. Schönen Dank erstmal, dass du dabei warst. Hat Spaß gemacht? Das musst du jetzt sagen. Ja, es hat Spaß gemacht. Nein, wir hatten echt jede Menge Spaß, glaube ich. Wenig geschafft, aber... Ja, echt wenig geschafft. Na gut, ein Video für euch auf jeden Fall produziert, wenn es was geworden ist mit dem Ton. Aber ansonsten, ja, ansonsten wenig geschafft. Du hast recht. Und wir sind raus. Tschüss. Tschüss. Ach so, stopp. Seid ihr noch da? Geht mal hier rüber, Adventure Blind. Ne? Links ist links. Da oben auf dem Rücken. Könnt ihr auch direkt auf den Rücken klicken. Direkt auf den Rücken. Kommt dann direkt zum YouTube-Kanal von Adventure Blind. Genau. Also jetzt aber.